Jojo Mari hier und willkommen zum 10. PFDL-Spieltag, der etwas verspätet eigentlich um, keine Ahnung, was haben wir heute, Donnerstag, Freitag? Freitag haben wir, oh Gott. Und bei 4 Tage, wenn ich mich nicht täusche. 5 Tage, holy shit. 5 Tage verspätet. Ich weiß nicht, ob das Video 18 oder 19 Uhr rauskommt, ich glaube, das ist relativ egal. Er hat mir gerade nochmal geschrieben. Ja, ich packe gerade das Team von meinem Laptop auf dem PC, ich heiße Dafug. Perfekt. So, find a user. Dafug. So. Challenge. AG. Breaking Bads, genau. Können wir schon mal challengen? Was not found. Ah, okay. Was? Egal. Ich zeige erst euch nochmal mein Team. Wir haben den Leftovers Pixelate Sylveon, unser Samara. Mit, ja, komplett physisch-defensiv. Mit Wish, Hearbell, Hyper Voice und Psyshock. Dann haben wir Captain Hook, unser Evolit, mit dem Evoliten, unser Type 0, mit der Battle Armor, mit Toxic Facade, Flame Charge und Protect. Ach ja, sein Team vielleicht mal, damit man ungefähr weiß, warum ich das so spiele. Er hat Kaporiki, Katagami, Kaporiki und Katagami im S, Hutzasa und Mega Zumpex im A, Flampivian und Quaxo und Viscogon im B, Alola Raichu mit dem Z-Kristall und Forstelka im C und Kapaloris und Colossant im D. Er spielt also zwar kein Kokolucha, worüber ich schon mal sehr froh bin, aber er spielt halt Coco und Alola Raichu und dazu noch Rain. Kann schwierig werden, kann sehr eklig werden. Ich habe ein sehr, sehr böses Gefühl für diesen Kampf und ja, es ist nicht schön, sagen wir es so. Ja, weiter zum Team. Wir haben noch Sephiroth mit Yachi Berry und Aura Break, mit dem D-Dance, Zen Headbutt, 1000 Arrows und Extreme Speed, mit dem Adamant und komplett, ja, Full Speed, Full Attack. Dann Vendetta, unser Victini mit dem Choice Scarf von Victory Star, komplett speziell offensiv und mit dem Timid als Fähigkeit, mit Energy Ball, Blue Flare, Psychic und Dazzling Gleam. Als nächstes haben wir Shere Khan, unser Mega Manetric mit der Lightning Rod als vorherige Fähigkeit und Flamethrower, Thunderbolt, HP Grass und Volt Switch. Und ich versuch's noch einmal gegen ein Wetterteam, Sunny Day. So, ja, um halt, das, ja, I don't know. Vielleicht kriege ich Quaxo raus und dann kann ich vielleicht den Sonntag raus und gegen Swampert mit dem Prankster und der Red Cut haben wir auch noch. Mit den Attacken Defog, Toxic und HP Fire. So, keine Ahnung, ob das funktioniert oder nicht. Wir haben kein Wesen drin. Spielen wir Timid. So, ja. I don't know, ob das funktionieren könnte. Ich weiß es echt nicht. Ich probiere es einfach mal aus. Mit Alma natürlich. Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, find a user, wir versuchen es nochmal. Da Fug ist immer noch offline. Schreib mir mal von Lappy auf dem PC, ich heiße da Fug. Ach, mit G. Ach, so ist das. Da Fug. Ach, da ist er ja. So, Challenge. AG mit den Team Breaking Bads. So. Wollen wir mal. Ich sollte den Kalkfell noch aufmachen. Wait. Teambuilder, Import, Export, Copy. Dann öffnen wir mal den Kalk. You never know, wann ich den mal brauche. Deswegen, Clear Custom Sets. Einmal vom letzten Mal noch, einmal schick machen. Das jetzige Team einfügen, Import. Und ja, da habe ich, nee, oh, warte mal, Only Show Important Sets. Und dann Mega Manetric, so. Okay. Okay, es geht los. Er hat kein Kaporiki dabei. Holy shit, bin ich froh darüber. Oh mein Gott. So. Ja, ohne Timer. Wer spielt ein Draftliga mit Timer auf Showdown? Also das weiß ich nicht. Ist nicht so meins. So. Er hat nicht dabei Kaporiki und Alola Raichu. Bin ich schon mal sehr, sehr froh. Er hat Forstelka nicht dabei, das ist auch okay. Er hat Kapaloris dabei, was nicht so schön. Er spielt schon mal Rain. Ein Viscogon, das kann doch auch Hydration, genau. Uff. Schwieriger Hase. Mit was könnte er leaden? Ich könnte mir vorstellen, dass sein Lead eventuell Quaxo direkt ist. Und ich leade einfach mit Shere Khan. Unser Mega Manetric. Da mache ich nicht viel falsch mit. So, sein Scarfer könnte Katagami sein. Genau, perfekt. Und ich drücke direkt die HP Grass. Da riskiere ich nichts. No! Ich drücke jetzt einfach mal die HP Grass. Ich verliere den nicht viel. Ich glaube, er hat die Fähigkeit verkackt. Er hat die Fähigkeit verkackt. Holy shit! Oh mein Gott! Ah, oh, wenn du cool bist, lässt uns neu starten.
Uff. Oh, was ein dummer Kopf. So. Gleicher Lied dann auch. Perfekt. Okay, das kann passieren. Ich lasse es jetzt einfach mal so durchgehen. Ich drücke direkt HP Grass. Er geht nach Moongus. War sein bester Play. Jetzt weiß er auch, dass wir die HP Grass haben. Und ich drücke den Volt Switch. So, verliere ich nichts bei. Jetzt könnte gut eine Spore kommen. Die macht nichts gegen Vishimkot. Perfekt. So, das wäre das. Ich würde deswegen jetzt sagen, ich gehe raus in Captain Hook. Genau, da kam die Sludge Bomb. Wir werden sogar vergiftet, das heißt, wir können nicht eingeschläfert werden, was schon mal sehr angenehm ist. Und auch kein Toxin, das ist jetzt ganz normaler Giftschaden, das ist vollkommen fein. Und ich drücke die Fassade. Das Gift kommt gerade sehr mir zugute. Ich drücke aber jetzt direkt die Fassade. Die haben wir extra drauf für sowas. Macht auch guten Schaden, keinesfalls. Clear Smog, ja, das ist okay. Ich hatte jetzt keinen großen Boost gehabt. Und ich drücke nochmal die Fassade. Hat er die Synthese? Hat er nicht. Das ist okay. Ja. Und wir drücken noch einmal die Fassade. Gegen Katana kommt jetzt rein. Ah, verdammt, ich hätte Flame Charge drücken sollen. Egal. So, ich gebe ihm natürlich jetzt nicht sein. Obwohl, ich. Doch, ich kann ja. In Katagami raus. In Sylveon rausgehen. Drück Knockoff. Das ist okay. Keine Leftovers mehr. Und. Drücke ich Hyper Voice oder Psycho? Ich drück Hyper Voice. Amoongus kommt rein, okay. Macht natürlich jetzt nicht viel. Und ich drück Psyshock. Sollte okay sein. Macht nicht genug leider. Jetzt kommt Spore. Ne, Sludge Bomb. Das ist okay. Und ja, ich muss leider nochmal auf Psyshock gehen. Er hat aber keinen direkten Switch-In. Holy, der Frosch kommt wieder rein. Da heißt sogar der Frosch. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Also hier, Quaxo, da haben wir es doch. Ich drück einmal Wish. Ich möchte ganz gerne den Wunschtraum drücken. So. Ich möchte mich nämlich recht weit oben ganz gern halten. So, wie viel macht die Sludge Bomb? Nicht genug, um mich zu killen. Das heißt, ich kann noch mal in Ruhe auf Psyshock gehen. Da kommt Katana wieder rein. Okay. Und wir sind wieder auf Full Health. So gut wie. Fast. Ja, was mache ich jetzt? Ich habe leider noch nicht den Bedroher auf mein Netrick. Ich glaube, ich opfere jetzt Captain Hook. Ich glaube, das muss ich jetzt hier so machen. Smart Strike kommt, ja. Das musste ich jetzt leider tun. So. Wenn das Scarf ist, dann kann er jetzt nicht viel machen. Und. Moment, wenn ich jetzt Blauflammen drücke, er wird jetzt mit seinem Smart Strike nicht drin bleiben. Und ich kann mir vorstellen, dass das Scarf ist. Er ist vorhin so rausgewechselt bei Knockoff. Ja. Mal überlegen. Das drücke ich. Er rechnet jetzt mit dem V-Create. Was wird den V-Create am besten abfangen? Wahrscheinlich. Uff, Quaxo. I think. Energy Ball ist jetzt echt riskant, ne? Ich drücke den Energy Ball. Ja, okay, nee, Gudra kommt rein. Ist auch nicht schön. Gudra macht das gar nichts. Der hat gar keinen Bock darauf. Okay. Ich gehe wieder raus in Sylveon und drücke die Hyper Voice. Ja, gut. Sludge Bomb macht seine 32%. Moongus kommt. Und ich drücke jetzt den Psyshock. Ich möchte dem Ding möglichst viel Schaden noch reindrücken, da kommt das Spore. Okay. Das heißt, er kann. Was hat er denn noch? Giga den Spore? Giga. Das ist okay. Ich gehe jetzt raus in Victini. Ja, perfekt. Ah, ja, schneller. Warte. Außer er spielt Jolly, dann nicht. Ich riskiere jetzt nichts. Das riskiere ich jetzt nicht. Er wird, wenn, wahrscheinlich Knockoff jetzt drücken. Es würde wahrscheinlich nicht mehr killen ohne plus 1. Ich weiß es jetzt nicht. Obwohl, ich kann da nachschauen. Warum schaue ich da nicht einfach nach? So. Katana. Smart Strike. Falsche Seite. So. Katana.
So, gehen wir von dem Set aus gegen Victini. Und Knockoff würde mit Jolly nicht killen. Ich drück Blue Flare. Ja. Perfekt. Genau nach Plan. So. Ja. So lobe ich mir das gerade. So, der Frosch kommt wieder rein. Kann ich den Frosch töten? So, gegen Poli. Toad. Energy Ball macht nicht genug. Warte mal, ich hab den Frosch auch schon angegriffen. Wie viel habe ich da gemacht und was habe ich angegriffen und mit wem? Mal schauen, Politoed, Psyshock da. Gucken wir mal nach gegen Politoed. Der Psyshock hat 22% mit dem Crit. Ist der... Moment. Wir haben gecrittet mit Psyshock. Das heißt, er hätte 31 machen müssen. Das heißt, er spielt das physisch defensiv? Ja, nein. So, warte mal. 2. Das macht ja gar keinen Kalk irgendeinen Sinn. Und ihr seht ja, Psyshock Critical Hit 22%. Mit Samara, genau, bin ich auch draußen. Okay. Wieder mixed? I don't know. Auf jeden Fall. Wenn, dann wäre es extrem am Min-Damage gewesen. So, Victini. Macht mit Energy Ball aber immer noch nicht genug. Er hat noch gar nichts eingesetzt. So, ich gehe wieder raus in Silvia. Okay, Kapaloris ist da. Der Mexikaner. Mexikaner. Okay. Hyper Voice. Ich habe noch keinen Sleep Turn weg. Ich muss jetzt versuchen, das irgendwie hinzukriegen. So, Scald. Ja. Er wird mich jetzt hier leider rausnehmen. Wird zum Everett raus und bringt mir im Schlafen leider gar nichts. Kann ich das irgendwie abfangen? Nee, kann ich nicht wirklich. So, jetzt muss ich überlegen, was ich mache. Wir haben den Regen draußen. Das macht es schon mal ein bisschen komplizierter. Ja. Mal kurz überlegen, kurz brainstorm. Ich drücke jetzt nochmal Hyper Voice, ich lasse den Zimmerer sterben. Er ist safe schneller als mein ganzes Team. Und... Ja. Ich muss irgendwie versuchen, die Sonne rauszubekommen. Aber da ist halt der Frosch immer noch da. Der Frosch ist halt immer noch da. So, Icebeam kommt, das killt jetzt auch, das ist okay. So. Ich gehe jetzt in Vision Cod. Drücke Sonntag. Ich muss es jetzt irgendwie so versuchen. Drücke jetzt Sunny Day. Es ist okay. So. Wir haben den Sonntag draußen. Und... Okay, Default bringt jetzt hier gar nichts mehr. Ich gehe raus in Victini. Ja, wir sind wieder eingeschlafen. Ich drücke einmal Blauflammen. Mal schauen, ob es irgendwie durchkommt. Wir haben halt einmal immer noch auf 100%. Das ist die Hauptsache. Hier ist noch nichts verloren. So. Interessant. Schwieriges Matchup. Ja, er kann mich jetzt halt hier einfach in Ruhe sterben lassen. Aber dann habe ich halt noch einen neuen Gameplan. So ist es jetzt nicht. So, ja, ich glaube, das habe ich verloren. Weiß ich, die PFDL lief echt nicht gut für mich. So. Genau, haben wir... Nein, scheiße. Ah, oh, fuck, ich habe ja gar kein Substitute-Set. Ach Gott. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So. Ich drücke jetzt den T-Bolt direkt. Polishot. Ja, perfekt. Oh, perfekt. Ah. Oh, das kann jetzt noch einiges ändern. Das kann jetzt auch nochmal interessant werden.
Ja. Das wird jetzt nochmal interessant, weil ich kann jetzt den Sunnydale raus, sondern jetzt sind Kapalores und Swampert fast schon useless. So. Frage ist, ich muss jetzt was opfern gegen Swampert. Das Ding ist sowieso safe schneller als ich. Ich kann versuchen, er wird jetzt EQ drücken, come on. Oh. Ah, okay. Warte mal, das Schwert. Achso, okay, ich bin auch. Achso. That play. Ich hol jetzt wieder den Sunnydale raus und dann war es das auch mit Alma. So. Die Sache ist, er kann jetzt wieder irgendwas einschlafen for free. Das ist nicht geil. Deswegen, ich drück sein Headbutt und ich hoffe auf den Flinch. Was anderes kann ich jetzt nicht tun, er wird mich einschläfern mit Spore. So, that play. Wir haben 4-0, wird es jetzt maximal ausgehen. Und ich muss jetzt auf den Flinch hoffen. Flinch, bitte. Na, okay, Smog. Oh, das ist okay. Das ist jetzt okay. Oh, Zucker. Als ob ich mich... Ah, ich habe doch schon gesehen, dass du Clear Smog hast. Warum sollte ich denn jetzt noch D-Dance drücken? Also solange das noch so ist, brauche ich das nicht drücken. Come on. So. Das sieht jetzt schön aus. Das ist jetzt wirklich Zucker. Okay. Er muss jetzt überlegen, was er tut. So, ich habe gegen den Eismann habe ich immer noch die Yachty-Berry. Ich kann mich nochmal hochboosten. So. Das macht es jetzt schwierig für ihn. Ich hätte mir natürlich jetzt immer noch den Flinch gehofft. Aber das ist okay. Das ist vollkommen fein. So, da kommt Kapalores. Oh, sein Headbutt miss. Erzähl mir doch nichts. Oh Gott, okay, das ist jetzt nicht gut. Das ist nicht gut. Der Mist war jetzt echt kacke. Moment. Seigert. Gegen... wie heißt du jetzt nochmal? Ludi... Colo... Bio Rain Sweeper. Okay. Ein Ice Beam macht mir... 63-75%. Sein Headbutt wäre halt ein Two-Hit. Noch plus 1, wie sieht's da aus? Dann hat er einmal Ice Beam gedrückt, hat er wieder ein bisschen weniger. Oh, schwierig. Muss ich wieder auf den Flinch hoffen? Ich hoffe nicht. Nicht cool gerade. Nicht cool. Okay. Überlegen. Ich könnte jetzt nochmal auf den Flinch hoffen. Das wäre ein möglicher Play. Auf den Flinch zu hoffen. Aber das ist wieder so, das sind 20% Chance. Ich habe es einmal geschafft, ja. Aber es war halt einmal. So, Ice Beam killt mich halt. Ist halt ein safer Two-Hit. Was macht er denn danach? Also ich rechne immer noch mit plus 1. Ja, ich muss auf sein Headbutt gehen. Flinch hoffen. Ja! Ah, perfekt. Dann kann ich jetzt die dann drücken. Oh, Regentanz. Oh, das macht es. Oh, als ob er noch Raindance als Notfalllösung spielt. Extreme Speed, ey, come on. Da lasse ich mich jetzt nicht lumpen hier, ey. Come on. Nicht mit mir. Oh, da kam Swampert. Der andere Frosch. Oh mein Gott, nein. Das hat er jetzt nicht getan. Wir überleben halt einen safen Ice Punch. So, mal überlegen. Auf plus 2. Sind wir dann schneller? Ja, wir sind dann schneller. Plus 2. Dann kann ich auch 1000 Arrows drücken. So. Plus 2. Auf plus 2. Gegen Swampert. Mega Swampert. Oh, you Rain Dance Weeper. Ice Punch killt mich jetzt nicht. Und 1000 Arrow. Oh, das ist. Ah, nee, warte mal. Das haut dann auch nicht hin. Noch plus 2 killen wir ihn nicht. Schwierig. Ich drück D-Dance. Wir haben die Yachty Berry. Wir sind auf jeden Fall nochmal einmal safe. Ja.
Der Ice Punch macht mir 56%. Er hat halt keinen Schaden und gar nichts. Ja, nee, das hat er. Das müsste er gewonnen haben. Ich bin jetzt auf plus 1, das heißt, 2 Extreme Speeds reichen auch nicht. Nee. Okay. Okay, okay, okay. Na, ja, schade. Ich hätte jetzt gern Outrage gehabt. Statt, ja, keine Ahnung, Zen Headbutt. 1000 Arrows sogar tatsächlich. Ja, Ice Punch killt mich nicht. Hoffe ich nur stark runter und wir sind jetzt schneller. Ich kann auch auf einen Crit hoffen. Ich könnte jetzt auf einen Flinch gehen. I don't know, man. I don't know. 1000 Arrows, ja. Das macht genau den Schaden, den ich erwartet habe. So. Und Shere Khan kommt nochmal rein. Haut ihn auf minus 1. Und ja, ich kann jetzt nochmal auf Waterfall, killt nicht. Okay. Der Regen hat aufgehört. Ja, aber ich komme jetzt. Kein Outrage. Nein, leider nicht. Outrage hätte ihn halt gekillt. Outrage hätte ihn halt gekillt. Selbst lebt jetzt ein EQ. Na wohl, I don't know. Machen wir 1000 Euro mal auf 100. Nee, hat auch nicht gekillt. Okay. Wäre ich nicht dran vorbeigekommen. GG. Schade, schade. Am Ende leider dann noch verloren. Weil er hat aus dem... Als ob du auf Loris noch Rain Dance gespielt hast. Als ob du auf Loris noch Rain Dance gespielt hast. Oh, fuck. Okay. Trotzdem, GG. War ein schöner Kampf am Ende noch. Also der Anfang war so ein bisschen, ha, wie komme ich daran vorbei? Zum Ende wurde es nochmal interessant. Aber, ja, leider nichts mehr geworden. Aber okay, alles cool. Trotzdem, GG. Okay, trotzdem, GG. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war nochmal ein schöner letzter Kampf für mich. Das ist ja jetzt nicht der letzte Kampf. Der letzte Kampf kommt ja erst noch online am Sonntag. Dementsprechend würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne eine positive Bewertung da. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Und ich würde sagen, dort reinschauen. Bis auf den nächsten Video. Ciao, ciao.